Da ist man einmal nachts nicht lange wach und dann passiert sowas. Es gibt eine neue Case, Capsule und ein Music Kit. Wowie, wir schauen direkt mal rein. Natürlich wird zuallererst mal in die Case reingeschaut. Wow. Okay, ich glaube, Poli flippt gerade komplett aus. Das ist ein geiles Ding. Ist auch direkt halt der dickste Skin oder einer der dickeren Skins der roten halt aufgemacht. Das kann die AK so. Ist jetzt gar nicht so extrem mein Fall. Aber ja, schon nice. Ui. Ui. Die Doodle-Nudel. Die Doodle, oh, ich wollte das Doodle-Nudel lesen, keine Ahnung warum. Die sieht wiederum sehr, sehr geil aus. Also halt ein paar Doodles in Lore-Stimmung. Und auch hier vorne, das, was gerade vor kurzem jemand meinte, dass ihm das gar nicht gefällt hier auf dem Lauf. Das Muster am Start. Ja, ist eine nette Anekdote, wenn man das sagen kann. Peter 1000, Wicked Sick. Ja, die UMP 45, oh. Oh, die ist tatsächlich geil. Gibt es überhaupt geile UMP-45-Skins? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Oder? Ich habe zumindest gerade überhaupt keine im Kopf. Das Ding sieht richtig geil aus. Das gefällt mir. Da könnte man da fast wieder anfangen, UMP zu spielen. Ui. Die M4 ist auch nicht schlecht. Also Jurassic Park-Fans, ran an den Speck. Alter, Drunken hat auch gerade ein feuchtes Erlebnis wahrscheinlich. Banana Cannon. Also das ist auch, das ist schon ein sehr geiles Ding, auch so einfach von der Idee her und der Umsetzung. Neo Queen, ich habe eben Noob Queen am Anfang kurz gelesen. Auch schön, auch schön. Könnte Poli eigentlich auch gefallen. Umbral Rabbit. Die Glock 18, auch nice. Was kostet das Ding jetzt zum Beispiel? 5 bis 30 Euro, okay. Das hat schon was. Eine weitere Poli-Waffe, die Sakaku. Okay. Ja. Oh, Liquidation. Sehr clean, sehr nice. Das ist ein heißes Ding, ne? Wie von unten die Glut, was weiß ich, was es sein soll, da nach oben schisselt. Geil. Ah ja, das Leichtgewicht. Die ist jetzt doch sehr casual irgendwie. Cyberforce. Ja. Ich finde es jetzt nicht eine absolut super geile Krieg, aber schon, die sieht schon gut aus. P250 Rebuild. Auch so ein cleanes Casual-Ding. Kann man auf jeden Fall machen. Alter Falter. Die ist geil. Die ist sehr, sehr geil. Das ist eine coole Mac 7. Die wird Larry direkt nehmen für Inferno Apartments. Instantly. Sky 20 Fragments. Erinnert so ein bisschen an diese eine Heavy-Metal-Wumme, die, ich glaube Heavy-Metal, was ist denn das? Ist das auch eine Krieg? Bin mir nicht sicher. Und zu guter Letzt, eine Tech-9 Rebel. Auch sehr geil. Also man muss sagen, hier in der Case sind jetzt nur zwei oder drei Meh-Skins drin und der Rest ist schon eigentlich ziemlich gut. Also so vom Aussehen her, dass man sagt, ja, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Entschuldigt übrigens, falls ich jetzt nicht irgendwie absolut hyped wirke. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es endlich wieder ein Update gibt, dass es wieder Content gibt, auch wenn es nur eine Case ist. Alleine das ist schon eine nette Sache. Nur, ich bin jetzt etwas unter Druck und muss eigentlich gleich los. Und wie gesagt, also normalerweise die letzten 3 Monate oder 4 Monate haben wir so hart drauf gegambelt, so drauf gehofft, dass endlich ein Update kommt und waren halt immer zum Beispiel an den Stream und üblichen Update-Tagen von CSGO, waren wir immer bis um 2 Uhr ungefähr halt einfach wach, haben noch gestreamt oder sonst was gemacht und drauf gehofft, dass ein Update kommt, damit ich das sofort covern kann. Gestern haben wir extrem früh ausgemacht, um 23:45 oder sowas hat den Stream beendigt. Übrigens gehe ich noch kurz in ein paar Sticker rein. Und siehe da, dann kommt ein verschissenes Update. Jetzt. Und ich bin jetzt 12 Stunden später dran. Das ist natürlich bei Updates recht quakig. Aber egal. Hidden Hero in Foil. Das ist doch dieser eine Knilch, oder? Dieser eine. Die sehen übrigens sehr, sehr geil aus. Also diese... Gut, ich mache jetzt halt auch wieder die fettesten auf. Was ist das denn? Geil. Das ist geil. Ich würde sagen, die anderen scrollen wir einfach gemeinsam durch. Also, bis jetzt ist alles, was ich hier sehe, extrem geil. Also richtig, richtig geil. Wir gucken mal, ob da noch... Ja, ich wollte gerade sagen, ob da Low-Bob-Sticker... Guckt alleine das Ding hier. Well played! Saugeil. Das sind einfach die Sticker, die man gerne haben möchte. Die man eher sammelt, als dass man sie einfach irgendwo draufklebt. Wobei, wenn man eine clean Waffe hat,
gut, kann man sowas auch machen. Aber das sind alles Run T Run. Richtig geile Teile. Ja, und das Soundpack-Kit kann ich mir halt wahrscheinlich nicht anhören auf YouTube aus Gründen, ihr wisst schon. Ja, also so viel zu dem Update. Wie gesagt, nice, man merkt es mir jetzt gerade echt nicht an, weil den Umständen wegen. Aber schöne Skins, schönes Update. Danke an Volvo, dass ihr da mal wieder was reingejallert habt. Und wenn jetzt dieses Jahr irgendwann ohne Druck, eine Operation kommen würde. Wow. Also ich wäre dann wunschlos glücklich. Diese SOS 2-Geschichte, die, ich habe es euch erzählt, vor 10 Jahren dachten wir schon, oh, da kommt was. Bei mir ist das schon 10 Jahre alt, dieser Hype, und deswegen ist mir das nicht mehr wichtig. Also wenn da was kommt, ist schön, wenn nicht, ist mir völlig egal. Und servertechnisch, 128 Tick ist mir eigentlich auch Bums. Operation, ich will Content haben, Content. Mir bringt das nichts, wenn die Server umgestellt werden, dann mache ich ein Video drüber und das war's. Aber bei einer Operation kann man halt ein paar mehr machen, euch. Gut, bei Source 2 könnte man noch mehr machen, wahrscheinlich. Ja, okay, dann bedanke ich mich bei euch, wie immer, fürs Zusehen. Natürlich interessiert es mich, was ihr von den Skins haltet, die man eben gesehen hat. Und natürlich gibt es heute auch wieder ein Giveaway. Ich löse jetzt erstmal kein neues auf, weil ich, wie gesagt, nicht genug Zeit habe. Und dieses Giveaway wird auch etwas anders laufen. Und zwar gibt es für jemanden, der halt über dieses Update irgendwas schreibt, das wird diese Catchphrase sein, die man eben da drin haben muss, gibt es dann irgendeinen Random Skin. Weil ich jetzt gerade nichts rausgesucht habe, aber irgendwas Vergleichbares wie die letzten paar Giveaways halt auch. Also einfach wie immer kommentieren und unter anderem auch schreiben, wie ihr dieses Update findet, was ihr davon haltet, wie die Skins für euch aussehen und so weiter und so fort. Der Gewinner wird hier in diesem Fall von mir einfach angeschrieben in den Kommentaren und dann erbitte ich von demjenigen einfach den Trade-Link in einem weiteren neuen Kommentar dann als Antwort auf meine Anfrage. Gut, vielen Dank fürs Zusehen, meine Damen und Herren. Wir sehen uns dann heute Abend im nächsten Livestream ab 20 Uhr oder halt im nächsten Video dann übermorgen oder so. Lasst es krachen. Danke für alles. Kuss geht raus. Leia! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.